26 new sexually transmitted diseases. Es gibt 26 neue Geschlechtskrankheiten. No cure. Für die es keine Heilung gibt. So many people are infected. Viele Leute werden angesteckt. What? Was? So we are living in a sick society. Wir leben in einer kranken Gesellschaft. With all kinds of ugly diseases. Mit allen möglichen hässlichen Krankheiten. And we have to be careful. Wir müssen aufpassen. Over what we touch. Was wir anfassen. What we use. Was wir in die Hand nehmen. Oh, we have made it so dangerous for an ordinary person to live. Für einen gewöhnlichen Menschen ist es so schwierig geworden zu leben. Why? Warum? By breaking the commandments of God. Weil wir Gottes Gebote brechen. So God says, Gott sagt, show this city their abomination. Zeige dieser Stadt ihre Gräuel. The third verse. Vers 3. The city sheddeth blood in the midst of it. Die Stadt vergießt Blut in ihrer Mitte. That her time may come. Dass ihre Zeit kommen muss. And maketh idols against herself to defile herself. Und sie macht sich Götzen, damit sie unrein wird. And a man was talking to me. Ein Mann sprach mit mir. He said, er sagte, when I go into the city center, wenn ich ins Stadtzentrum gehe, people ask me for money. Da bitten mich die Leute um Geld. And there are so many undocumented people there. Da gibt es viele, die sich nicht angemeldet haben. And they are kidnapped. Die werden gekidnappt. They can't go to the police. Sie können nicht zur Polizei gehen. There is no security. Human traffic is in full swing. Da gibt es keine Sicherheit. Human traffic, sale of girls. Mädchen werden verkauft. And children. Und die Kinder werden verkauft. Where? Wohin? Somewhere in some remote jungle. Irgendwo im Dschungel, im entlegenen Dschungel. No. Nein. In the heart of Britain. Mitten in Großbritannien. The heart of Germany. Mitten in Deutschland. I saw a nice young boy. Ich sah einen standing netten, at a roundabout. Netten Jungen, der stand an einem Karussell. I said, what is this fellow doing here at this time? Ich fragte mich, was tut denn der hier um diese Zeit? Oh. He must be a male prostitute. Das ist sicher ein männlicher Prostituierter. You see, the Greek temples before Christ. Bei den griechischen Tempeln, ehe Christus kam, were full of male prostitutes. Bei denen gab es viele männliche Prostituierte. And we are come back to that old state. Wir kommen wieder zurück zu dieser Zeit. And we are not even ashamed. Wir schämen uns auch nicht. We don't take any responsibility. Wir übernehmen keine Verantwortung. Christians go about as though they are wonderful. Die Christen laufen herum, als ob alles wunderbar sei. Let me tell you, ich will Ihnen sagen, we are not wonderful. Wir sind nicht wunderbar. We are not doing our duty. Wir tun nicht unsere Pflicht. I say to people, ich sage den Leuten, if God dismisses me, wenn Gott mich entlässt, I would deserve it. Dann verdiene ich das. It is a sad hour. Es ist eine traurige Stunde. We have money for everything. Für alles haben wir Geld. Yet we have no money, we say, to declare the word of God. Aber wir sagen, dass wir kein Geld haben, um Gottes Wort zu verkünden. I can't believe that. Ich kann das nicht glauben. I cannot accept that. Ich kann es nicht akzeptieren. You know,
one station, Düsseldorf station, which broadcasts our telecast. Ein Sender, dieser Sender in Düsseldorf, der unsere Fernsehsendung ausstrahlt. And is received and can be received by 3 million households. Den 3 Millionen Haushalte empfangen können. They began charging us 1,000 euros. Die begannen uns 1,000 Euros abzuknüpfen. Per week. Pro Woche. For one telecast. Für eine Fernsehsendung. All right, what is 1,000 euros? Was sind 1,000 Euro? What, can you buy a soul for 1,000 euros? Kann man für 1,000 Euro eine Seele kaufen? If it reaches some poor person. Wenn es einen armen Menschen erreicht. If it's 1 million euros. Wenn es 1 Million Euros kostet. Or 10 million euros. Oder 10 Millionen Euros. If one soul is saved. Wenn eine Seele gerettet wird. It is more than a great prophet. Das ist mehr als ein großer Prophet. What does the natural mind say? Was sagt die natürliche Gesinnung? Oh, that's a lot of money. Das ist viel Geld. We can buy a new car. Wir können many uns cars. Ein neues Auto kaufen, viele Autos kaufen. I don't think like that. Ich denke nicht so. And I don't like to use Christian stations. Ich sende nicht gerne über christliche Sender. Because the people outside don't like to listen to Christian stations. Weil die Außenstehenden nicht gerne die christlichen Sender einschalten. That's just a bunch of people, religious people, who listen. Das sind halt ein paar Religiöse, die da zuhören. So I say no. So sage ich nein. I want popular stations. Ich will auf den allgemeinen Sendern die Sendung ausstrahlen. Popular stations are very expensive. Bekannte Sender, die sind sehr teuer. And that Düsseldorf station gets a lot of criticism. Und dieser Sender in Düsseldorf bekommt auch viel Kritik. Because the people can hear me preach against homosexuality. Weil die Leute hören können, wie ich gegen Homosexualität predige. So they get some angry letters. Da bekommen sie einige verärgerte Briefe. But then they don't want us to quit. Sie wollen aber nicht, dass wir die Sendung aufgeben. This is a free country for everybody except Christians. Das ist ein freies Land für alle, außer für die Christen. Do you accept that? Akzeptieren Sie das? I don't. Ich nicht. Everybody can sell sex and the dirtiest things in the world. Jeder kann Sex und die schmutzigsten Dinge der Welt verkaufen. And I cannot and you cannot lift up the Savior. Und ich und Wir dürfen den Heiland Jesus nicht groß machen. Is that Deutschland? Ist das Deutschland? Or is it some wild jungle? Oder ist das im Dschungel irgendwo? It is Deutschland today. Das ist Deutschland heute. Why has it become like this? Warum ist es so geworden? Because of me. Wegen mir. And because of you. Und wegen euch. You know what I tell the people that come just for studying here or working here? Was sage ich den Leuten? Immigrants and others. Die hierher kommen nur um zu arbeiten oder um zu studieren. I tell them. Ich sage ihnen. You fellows have got the opposite mindset. Ihr habt genau of die disciples. Entgegengesetzte Haltung, entgegengesetzte Einstellung, wie sie Jünger haben. You are not here to lift the nation. Ihr seid nicht, um dem Volk aufzuhelfen. You are here to get what you can get.
Ihr seid hier, um euch zu nehmen, was ihr bekommen könnt. That's not a Christian heart. Das ist nicht das Herz eines Christen. The Christian heart says, das Herz eines Christen sagt, freely I have received. Umsonst habe ich empfangen, freely I will give. Umsonst gebe ich es weiter. My dear people, meine Lieben, that is the Christian heart. Das ist das Herz eines Christen. So, you and I, Sie und ich, have to lift up our voices like a trumpet. Wir müssen unsere Stimme erheben wie eine Posaune. 22nd chapter of Ezekiel. Ezekiel 22. And the 18th verse. Vers 18. Son of man, du Sohn des Menschen, the house of Israel is to me become dross. Das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden. They have become dross. Sie sind zu Schlacken geworden. Useless. Nutzlos. To be discarded. Zum Wegwerfen gut. You know, my friends. Wissen Sie, meine Freunde. The Christian heart can never lose certain qualities. Das christliche Herz, das Herz eines Christen kann nie gewisse Eigenschaften verlieren. One is honesty. Dazu gehört die Ehrlichkeit. Plain honesty. Einfach ehrlich zu sein. If I'm wrong, I'm wrong. Wenn ich im Unrecht bin, bin ich im Unrecht. Standing on the platform, if I'm wrong. Wenn ich auf dem Podium stehe und Unrecht habe, I deserve much more punishment than anybody. Dann verdiene ich viel mehr Strafe als jeder andere. A Christian heart is honest. Das Herz eines Christen ist ehrlich. A Christian heart will not hide sin. Das Herz eines Christen wird Sünde nicht verbergen. It's not the gloss, it's not the glamour. Es ist nicht it's not the great impression that you create. Es ist nicht der Glanz und der große Eindruck, den du erzeugst. You want to be true before God. Wollen wir ehrlich sein vor Gott? Those things should never leave us. Diese Dinge sollten uns nie verlassen. And if they leave us, und wenn sie uns verlassen, we become dross. Dann werden wir zu Schlacken. If you turn to chapter 20, wenn Sie Kapitel 20 aufschlagen, and verse 4, Vers 4, wilt thou judge them, son of man? Wilt thou judge them? Willst du sie richten, du Menschenkind, willst du richten? Cause them to know the abominations of their father. Zeige ihnen die Gräueltaten ihrer Väter. Well, we can throw some blame upon the earlier generations. Wir können die früheren Generationen tadeln. It is scriptural. Das entspricht der Heiligen Schrift, that we should confess our sins and the sins of our fathers. Dass wir unsere Sünden und die Sünden unserer Väter bekennen. That is important. Das ist wichtig. But, aber, you know, folks, after the wars, wissen Sie, Freunde, nach den Kriegen, in fact, one soldier said to me, ein Soldat sagte mir, I will never believe a woman. Ich werde nie einer Frau glauben. Huh, what a statement. Was für eine Aussage. Said what? Was? I'll never believe a woman. Ich werde nie einer Frau glauben. I said why? Warum? Oh, I saw what happens. Ich habe gesehen, was passiert. When the husbands and sons are sent away to the front, als die Söhne und Männer an die Front geschickt wurden, and foreign soldiers are stationed in the on the soil, und fremde Soldaten hier stationiert werden, yes, it left a very bitter feeling in him. Das hat in ihm ein sehr bitteres
Gefühl hinterlassen.